Palette. Pinsel. 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 Pinsel, Pinsel. Und was zu essen? Wie soll ich mich denn da entscheiden? Ich liebe Pinsel. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und was habe ich heute für euch? Das Wander-Trash-Paket ist wieder bei mir angekommen. Oder Trash-Wander-Paket. Und ich freue mich da sehr drüber. Ich muss dabei jetzt die Nina mal zitieren. Die sagte auch schon, sie ist auch in mehreren Gruppen und kommt dann ab und zu etwas durcheinander. So geht es mir gerade auch. Ich muss auch gucken, dass ich das wirklich immer so richtig hinbekomme. Ich weiß jetzt zum Beispiel in diesem Paket ganz genau, da sind noch Sachen drin von der ersten Runde von mir und ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe leider erst ab der zweiten Runde angefangen, ein Foto zu machen. Ihr habt jetzt eben schon in die Gruppe geschrieben, naja Leute, Notfall kommt das halt das vierte Mal bei mir an, aber dann weiß ich, dass ich das rausnehmen muss. Es ist so ein tolles Paket, was jede einzelne von den Teilnehmern so einem immer größer und größer und immer schöner und schöner werdenden Paket werden lässt. Und wo ich gerade von den Teilnehmern spreche, wer ist alles dabei? Also wie erwähnt schon Nina von Ninas Beauty-Welt. Dann haben wir Nicole von Gartenfamilie und viel mehr. Zu der schicke ich das Paket dann auch im Anschluss. Die wiederum schickt das an die liebe Franzi von Kosmetik Zauberzecher, die an Renate von Craft Cat R. Renate, sie an Lisa von Lissaurus und Lisa schickt das dann an Sophie, Mrs. Muffin Make-up und die dann wieder zu Nina. Weil Nina ist diejenige, die diese Gruppe auch initiiert hatte und ganz lieben Dank nochmal an der Stelle. Es war ja auch mein erste Trash-Wander-Paket-Runde, wo ich dabei war und es macht einfach irre Spaß mit euch. Ja, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Ihr kennt das Prinzip ja, ne? Das, was ich rausnehme, irgendwas Gleichwertiges wieder rein. So, und jetzt schauen wir mal. Ich bin so gespannt, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, ich suche als erstes auch mal die Teile raus, die definitiv von mir waren. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Die Mia-Box ist wieder irgendwie bei mir gelandet. Und zwar die Färbemittel. Da muss irgendwo auch noch die Farbparfum sein. Ja, da muss ich doch mal gucken, was ich dann damit anstelle. Ich hatte so drauf gehofft, dass Sophie vielleicht sagt, ja, nimm ich. Aber was ich auch gar nicht gesehen hatte, sie hatte gesagt, das ist dann also für helle Haare. Ja, das hatte ich jetzt so auch gar nicht wahrgenommen, weil ich dachte, das wäre eher so die dunkle Seite. Aber nun gut, jetzt ist es so, es ist wieder bei mir. So, dann auch wieder rausgenommen, der Bilou wollte keiner, das Spiel nicht und das Kairam Bastelset. So. Das haben wir wieder. Dann habe ich hier noch die zwei Karten von Nicole und Franzi. Die kommen nachher auch wieder rein. Und los geht's. Also einmal die Pure Kaltwachsstreifen von Veet. Die werde ich aber nicht behalten. Die hatte ich nämlich jetzt auch in der Glow Bag von DM. Ich mache das mal anders. Ich muss mich sonst immer so wegbeugen von euch. Irgendwie heute mal so ein Tag, wo irgendwie nicht alles so wirklich organisiert ist hier bei mir. So, er hat hier kaum Platz, das Riesending. So, ja, wunderschön. Ich hatte gesehen, ich meine, Sophie hatte die reingetan. Ich hatte mich schon so drauf gefreut, aber was soll ich euch sagen? Ich habe die jetzt in einem Tauschpaket bekommen. Deswegen dürfen die weiter wandern. So, dann haben wir hier den Beutel mit den Paletten. Das schauen wir mal. Da ist mehr als nur Paletten drin. Die nehme ich schon mal lieber einzeln raus. So, da haben wir einmal diese wunderschöne von Manhattan Amazing Nude Edition. Aber die wandert weiter. Dann die Super Bia Catrice. Das ist eine von denen, wo ich nämlich jetzt überlege, ob ich die reingetan hatte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich notiere mir das mal, dass ich die denke, dass die von mir war. Wenn die also tatsächlich in der nächsten Runde wieder bei mir landet, war es meine. Ich weiß, dass ich sie auch habe, aber ich weiß gerade nicht, ob ich die da reingepackt hatte. Das ist eigentlich eine wunderschöne Palette. Ganz tolle Farben. Ich werde es ja dann sehen. So, dann, oder ich schreibe gleich einfach mal die Mädels an und frage einfach mal, hallo, war die von einem von euch? So, dann ebenfalls Palette. Eine ganz tolle Palette.
Dragonheart, die wird wohl auch von der Sophie gekommen sein. Die hat so ganz viele an Lidschattenpaletten. Aber das sind dann doch nicht so meine Farben und deswegen darf die weiter wandern. Aber eine sehr, sehr schöne Palette. So, dann als nächstes, ich finde das immer so aufregend, das ist so toll, wie sich dieses Paket immer und immer wieder verändert. Ich finde das herrlich. So, dann haben wir von Revolution, das ist einmal so ein Stick, du hast auf der einen Seite, so rausdrehen, diesen Art Eyeshadow, nehme ich doch mal an, dass es Eyeshadow ist, ne? Ja, Glitter Liquid Eyeshadow. Und auf der anderen Seite ist der dann noch mit diesem Goldglitter. Und da muss ich glatt sagen, der kommt auf dem Vielleicht-Stapel. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Vielleicht findet der bei mir sein neues Zuhause. Weil das ist ja das Schöne, das ist ja das Prinzip jetzt hier von diesem Trash-Wander-Paket. Wir haben alle so viel Sachen zu Hause und bevor die bei uns rumliegen und vielleicht deswegen irgendwann nicht mehr gut sind, gibt es halt diese Aktion. Wir lassen es einfach wandern und vielleicht freut sich die nächste darüber. Genau wie bei dieser Luminize Highlight and Bronzing Glow Palette. Die ist ganz toll, aber im Highlight-Bereich muss es schon was sein, wo ich so, ja, das ist es. Wobei ich ja sagen muss, es passt hier eigentlich perfekt, aber vielleicht. Ich sag gerade noch, eigentlich habe ich genug und jetzt, vielleicht. So, dann haben wir hier diesen Bulletproof Shadow Liner von Too Faced. Eine sehr, sehr gute Marke, aber für mich kommt er nicht in Frage, ihr seht das hier, weil ich benutze ja eh schon so gut wie nie Eyeliner und wenn das dann auch noch so ein großer ist und auf der anderen Seite habt ihr diesen Tuffy-Pinsel hier, damit ihr das dann schön verblenden könntet, aber wie gesagt, ist dann jetzt nicht so meins. Und dann haben wir hier auch noch einen 12 Stunden Lasting Sweet Proof von, wem bist du? Von Catrice. Ein Eyeshadow Sticks. Es ist so in so einem, ja, so ein Champagnerton, würde ich sagen. Aber der darf auch weiter wandern. Ah, da ist aber noch was drin, sehe ich gerade. Und zwar, den kenne ich aus der Mia Box, nicht aus der Mia Box, aus der My Little Box, My Little Beauty. Das ist dieser Highlighter-Stick. Aber so einen ähnlichen hatte ich jetzt auch schon erst in der Mia-Box. Und deswegen brauche ich da nicht noch einen von. Dieser Essence Blush-Lighter. Ich meine, der wäre aber schon mal bei mir ausgekommen. Meint, den hätte ich doch schon in der letzten Runde mal gehabt. Oder war es in einem anderen Paket dann? Also der kommt bei mir jetzt erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Ich muss mal gucken. Finger sind desinfiziert, dann kann ich ja mal eben swatchen. Ich will mal sehen, wie der... Ja, der hat einen schönen, zarten Glow. Nee, der geht aber weiter. So, dann die nächste Tüte. Oh, die kommen mir nicht bekannt vor, die Sachen. Das wäre mir aufgefallen. Weil dieses True Skin Catrice ist auch meine Foundation. Ich benutze ja meistens von Asam das Magic Finish, aber wenn ich eine Foundation auftrage, habe ich auch immer diese in der Benutzung. Aber die wandert deswegen weiter. Dann von L'Oreal Age Perfect BB Cover. Ganz toll, aber ich trage ganz selten halt irgendwie in der Richtung getönte Cremes. So, dann, boah, ja, den hatte ich schon bei der Nina jetzt gesehen. Was für ein Pinselset. Also da sind ein paar Pinsel auch rausgenommen. Das war mal ein elfteiliges. Ich weiß jetzt nicht, sollen wir uns dann nur einen raussuchen oder gilt das als Paket da? Das sind ja schon mega tolle Pinsel, ne? Muss man dabei sagen. Ich will den nicht zu weit runterziehen, sonst kriege ich den nicht mehr rein. Ach so, Entschuldigung, ihr müsst ja auch mal sehen. Also wunderschön. Also die gefallen mir sehr gut. Also da muss ich mir nochmal überlegen, auf jeden Fall vielleicht Stapel, weil Pinsel sind ja immer so, Pinsel lieben wir ja alle, glaube ich. Muss ich mir überlegen. Das sind ja schon schöne große. So, dann habe ich hier von Balea Feuchtigkeitshaarmilch.
Die kann aber weiter. Ich habe nämlich im Moment so Probleme mit meinen Haaren. Hier steht zwar trockene und strapazierte Haare. Bleibt das drin? Mal gucken. Oder wieder aus. Nein, ist nicht ausspülen. Dann vielleicht doch. Der Duft ist. Nee, ich gebe es weiter. Wenn die Haare so ganz extrem riechen. So, dann haben wir zweimal diesen Corny-Riegel, Kokos. Die dürfen aber weiter wandern. Und jetzt sehe ich noch mehr Pinsel. Oh Gott, sind das schöne Pinsel. Oh, was hat der denn für eine tolle Form? Von Catrice? Also finde ich allein die Form schon total. Also die Form ist klasse, aber ich glaube zum Festhalten, zum Pudern ist der mir zu unhandlich. Zu eckig. Also zu kantig. Nee, der geht weiter. Dann habe ich hier noch den von Docolor, sagt mir jetzt gar nichts. Da finde ich aber auch die Form eine tolle Form, weil ich glaube, die ist sehr gut, um das so aufzutragen. Also der kommt bei vielleicht. Und der Evelyn, ich finde den ja hier von sehr schön, ne? So mit diesem Muster dabei. Aber davon habe ich selber. Und wie gesagt, falls da noch irgendwas kommt, muss ich mal gucken. Die sind also auf dem Vielleicht-Stapel. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Von The Galaxy Eyeshadow and Liner zweimal. Und zwar einmal Dazzling Emerald und einmal Platinum Radiance. Also die 540 und die 550. Schauen wir mal rein. Ich denke mal, das wird was. Wollte ich gerade sagen, von Aloe. Die hatte ich bei mir, glaube ich, auch drin. Ja, den habe ich bereits. Weil es gab mal von Rossmann in der Surprise Box, gab es mal eine spezielle Aloe oder Love. Ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Edition. Und deswegen, ja, das sind beides, die ich habe. Schade. Weil normalerweise mag ich gar keine Mono-Lidschatten. Aber diese Reihe ist wirklich mega toll. Die ist schön. Also ich denke, die wird von der Nina reingekommen sein. Super. So, genau wie das weiß ich auch, diesen Balea Duschschaum Pink Blossom. Das ist ganz toll. Duftet auch toll, aber ich möchte da keine Duschschaume, keine Bodylotions mehr. Die gehen jetzt auch bei mir so nach und nach weg. Dann haben wir Kerastase Blond, Ösch bin Dunkel. Dann haben wir hier von Ahava Mineral Mute Soap. Die hatte ich selber in einer Box. So, aber Leute, glaubt mal nicht, dass wir jetzt schon durch sind. Hier kommen noch zwei Boxen. Ihr müsst noch eine Weile aushalten. So, und dann hatten wir wunderbar zum Zeichnen Lux Paper Block, aber in der Richtung habe ich selber. Das ist ganz klasse. Viele nehmen das auch zum Schreiben. Da sind echt schöne Blätter bei. So, ich gucke mal, dass ich jetzt hier nichts übersehe. Der Stopfen von dem Balea. Aber ich glaube, dann war es das. Nichts am Rand, nichts am Rand. Ja, so, dann können wir hier weiter gucken. Ihr seht schon, da ist noch so eine Menge drin. Gucken wir mal. Da ist von Catrice eine kleine Eyeshadow-Palette. Die ist wirklich schön, aber jetzt auch so für mich jetzt nicht. Ja, was gar nichts für mich ist, ist die Peel-Off. Wobei ich überlege ja jetzt gerade. Doch, die behalte ich. Die behalte ich auf jeden Fall. Ah, da ist mein Haarparfum, wovon ich gesprochen hatte. Das war also noch meins. Dann haben wir die schöne Sleek-Palette hier. Die habe ich selber, deswegen wandert die weiter. Wir haben wunderschöne Paletten da diesmal drin. Das ist also wirklich schade, wenn die nachher wieder bei demjenigen ankommt. Dann von Revolution Pro Matte Nude Real. Also ich denke mal, der ist auch noch zu. Das wird wohl Lippenstift sein. Der darf auch weiter. Ebenso von Alverde der Blush. Der ist echt schön, aber ich habe so viele Blushes. Ja, das Teil hatte schon Nina verwundert und ich verstehe auch warum. Also das ist jetzt echt eine lustige Form. Das ist eine Brow Pomade Stick. Ich hatte auch erst gedacht, der könnte vielleicht was für mich sein. Ich muss den in Natura sehen. Aber der ist so dunkelbraun. Also das würde nicht passen bei mir. Deswegen das nicht. Dann haben wir wieder von Aloe The Glacious Stylo Eyeshadow Long Lasting. Ja, der interessiert mich jetzt aber. Also der kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Dann, den habe ich selber von Cousin. Weiß, wie gesagt, noch nicht mal, ob ich den reingetan habe oder jemand anders. Wie gesagt, entweder es kommt wieder bei mir aus, ansonsten
Der kommt auf jeden Fall wieder weiter. Ebenso die kleinen Tübchen jetzt hier vom Lippenbalsam The Magical Time. Dabei ist wichtig zu sagen, Lippenbalsam, wir haben alles unter hygienischen Bedingungen. Das heißt, alles, was so Mund, Augen gewesen ist, das musste neu sein, also unbenutzt. Fluid Glowy Lollipops, den hatte ich auch schon mal in einem anderen Paket, der darf weiter. Oh nein, wie kann das denn im Karton passieren? Leute, wir haben leider wieder einen Bruch. Ich mache es jetzt auch noch nicht mal auf. Guckt mal. Und das, obwohl der Leute, das müsst ihr euch mal überlegen, der ist in einem Karton, wo Luftpolsterfolie ist, das nochmal in einem Karton. Ja, ich schreibe nachher in die Gruppe, ob jemand den pressen möchte, aber der sieht ziemlich kaputt aus. Kann passieren. Ist definitiv schon mal bei Paketen so. Dann haben wir von P2 den Eyeshadow, auch wunderschön. Aber wie ich eben schon mal sagte, ich bin nicht so für Mono. Dann ebenfalls Nagellack, der wandert weiter. Wunderschönes Blau wohl. Und was weiter wandert, ist auf jeden Fall von Catrice der Lippenstift Demi Matt. Weil Lippenstifte habe ich wirklich in der Richtung genug. Und da purzelt noch der, was bist du? Eyeshadow Mac and Mia, sagt mir jetzt gar nichts die Marke. Der darf auch weiter wandern. Das tun wir noch. So, und der nächste Karton. Das ist der. Da haben wir einmal die wunderschöne Wimpern, aber ich kriege das mit den Lashes und ich, wir kriegen das irgendwie nicht hin. Dann habe ich hier eine Overnight Hydrating and Revitalisierende Maske, Aqua Sleeping Mask. Interessant, aber darf weiter, weil ich habe eine sehr gute Overnight-Maske. So, ja, die Daily dürfen auch wieder weiter wandern. Wie gesagt, es sei denn, es sind welche von meiner allerersten Runde gewesen. Dann Altera Manuka Honigmaske von Rossmann. Finde ich auch sehr gut. Aber ich habe im Moment in dem Bereich ganz viele. Ich bin ja nicht so ein Freund davon, diese Sachen so mit dem Spachtel da, mit dem Spachtel da so immer drauf zu machen. Ich liebe einfach Tuchmasken. Und je verrückter, je lieber. So, dann haben wir von Filorga die Age Purify Mask. Die darf auch wieder weiter. Und die, meine ich, hätten wir schon da drin gehabt. Ich weiß nicht, ob die von der Liz kam. Dann haben wir die Augenpflegecreme It's a Magical Time. Die sind, glaube ich, alle noch aus dem Adventskalender. Ich hatte nämlich auch so einen. So, dann aus der Mia-Box der Cousin, auch wieder, wie ich eben noch erwähnt habe, von der My Little Box, dieser Highlighter, der für vieles verwendbar ist. Also der ist jetzt wirklich All-in-One. Das heißt, ihr könnt ihn als Highlighter, ihr könnt ihn als Blush nehmen, für die Lippen, für die Augen. Also der ist wirklich für alles zu benutzen. So, dann haben wir von Lancaster eine Golden Tan Maximizer After Sun Lotion, aber so Selbstbräunung ist nicht mein. So, die habe ich selber jetzt geschenkt bekommen, Limited Isana Pflegecreme. Und da frage ich mich jetzt, warum das bisher keiner wollte. Forever Young, ein Parfum. Ich habe dann noch gedacht, wieso will denn das keiner, das Parfum? Letztes Mal, da kommt aber schon ein Duft. Ja, sehr, sehr süßlich. Oh, nee, ich mag süße Düfte, aber der ist auf eine andere Art und Weise süß. Also wer den mag, super, meins ist es halt leider nicht. So, dann war es das aber schon. Da bin ich ja jetzt doch noch schnell durchgekommen. Ja, jetzt muss ich mich ja entscheiden, was ich behalte. Moment. So, ich habe mich entschieden. Es gibt sogar gleich eine Überraschung. Also erstmal, die behalte ich. Dann möchte ich den Aloe behalten. Und jetzt kann ich den auch mal zeigen. Der schaut so aus und deswegen möchte ich den auch gerne für mich behalten. So, und dann habe ich, dass ich den behalte und doch jetzt diese Palette behalte, weil, kann ich euch zeigen, ich habe die dann jetzt geswatcht, ne? Hände erst desinfiziert, dann geswatcht, ja gut, so rum, und ich habe dann gesagt, also hier, ne, 1, 2, 3, die sind sehr schön, die möchte ich doch behalten und den auch aus demselben Grund behalten, weil mir dann dieser Glitter ganz, ganz toll gefallen hat. Also das sind dann die 4 Sachen, die ich behalte. Was ich euch jetzt schon mal zeigen kann, was wieder reinwandert.
ist das von B10 You Glow Girl Tam. Weil wie gesagt, ich brauche keine Selbstbräunungsprodukte. Ich weiß, das ist doch auch schon ein etwas besseres Bräunungsspray. Und deswegen darf das zu den Mädels wandern. Ja, dann mache ich mich gleich mal direkt auf den Weg zur Post, damit die liebe Nicole das ganz schnell bekommt. Und dann geht's weiter. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wie gesagt, beim nächsten Mal hüpft rüber zu Garten, Familie und viel mehr. Tschüss!